Im ersten Teil ging es ja bereits um die Notwendigkeit der Fridays for Future Bewegung und die Anforderungen an ein klimaneutrales Deutschland. Anlässlich der UN-Klimakonferenz fanden am 29. November 2019 erneut Großkundgebungen statt. Diese beweisen, die Demonstrierenden wollen, dass ihre Botschaft ankommt und nehmen dafür, wenn nötig, auch kein Blatt vor den Mund. Ich habe das noch nicht erlebt. Was so eine Dynamik entwickeln kann, finde ich toll. Fridays for Future, ihr habt den Druck in diese Richtung spürbar erhöht und den Ruf nach energischem klimapolitischem Handeln weltweit einen Schub gegeben. Gut so, richtig so, weiter so. Dass jetzt das eigentlich das erste Mal so richtig der Druck von der Straße kommt. Aus der Mitte der Gesellschaft, vor allem aus der jungen Gesellschaft. Wir stehen hier, weil diejenigen, die unsere Zukunft für Geld verspielt haben, für Hättest und Könntest, weil diejenigen, die unsere Zukunft in ihren Händen hielten, sie fallen gelassen haben. Die Tricks, um in öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel unseren Unis, unnötig verschwendete Energie einsparen zu können, erklärt Professor Adam. Jetzt hier für unsere Hochschule, hier liegt mir der Fokus bei der Energieeinsparung auf den technischen Anlagen. Viele der Lüftungsanlagen, nicht alle, aber viele laufen ungeregelt. Das heißt, sie laufen kontinuierlich auf voller Leistung. Teilweise werden sie am Wochenende runtergeregelt, teilweise aber auch nicht. Teilweise laufen sie an Feiertagen durch. Aber was in jedem Fall sinnvoll wäre, wäre die bedarfsorientierte Regelung, zum Beispiel nach CO2-Gehalt in der Raumluft, ist so eine Leitkomponente für den Raumluftzustand im Sinne von verbrauchter Luft. Wenn viele Menschen im Raum sind, steigt der CO2-Gehalt entsprechend an. Und speziell in unseren Hörsälen ist das ja so, dass die Beteiligung der Studierenden nicht immer gleich groß ist. Es gibt aber auch reichlich Kritik an der Bewegung. An erster Stelle steht häufig die Verletzung der Schulpflicht durch demonstrierende Schüler. Aber auch unsere Studis haben sich schon einiges anhören müssen. Schule schwänzen ist im Grunde rechtlich gesehen eine Ordnungswidrigkeit. Wenn man das aber genau nimmt, im Grundgesetz zum Beispiel steht ja schon sowas wie, der Staat hat die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen zu schützen. Und wenn der Staat so etwas missachtet, ist halt nur meine Meinung, aber es ist vollkommen legitim, dafür auch solche drastischen Maßnahmen mal wie Schule schwänzen zu ergreifen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, also ich persönlich würde sagen, ja, lasst halt Seminare halt auch dafür sausen. Auch schon so Sachen gemacht, ich habe mir dann Urlaub für den Tag halt einfach genommen, wo die Großdemos dann halt einfach sind. Ja, und jeder muss halt einfach der Thematik einfach ein Stück entgegenkommen. Ich denke, dass wir versuchen sollten, vielleicht nicht nur Gymnasiasten zum Beispiel zu sein, jetzt was die Schüler angeht, weil das halt eine Sache ist, die in der Tat sehr hervorsticht. Also es würde uns vielleicht mehr Mühe geben, dass da auch Real- und Hauptschüler dran beteiligt sind an den Protesten und dass wir halt einfach allgemein mehr Leute für unsere Ziele begeistern können. Mir persönlich, glaube ich, steht es gar nicht an, da irgendwas zu bemängeln. Ich kann da nur einen persönlichen Eindruck schildern und habe für mich persönlich bemerkt, dass mir diese politischen, überspitzt polemischen Parolen, die dort gerufen werden, eher nicht behagen. Und meine Zielrichtung wäre es auch nicht, zum Beispiel auf so einem Konzern wie RWE rumzukloppen. Ich fände es viel zielführender, wenn man es schaffen würde, dass RWE umdenkt. Das findet ja jetzt auch sukzessive statt. Das Klimaschutzpaket hätte eigentlich allen signalisieren sollen, dass die Politiker nicht wirklich, sag ich jetzt mal, eine Ahnung haben, was Klimaschutz angeht und, sag ich jetzt mal, auch nicht wirklich fähig dazu sind, Klimaschutz selber herbeizuführen, würde ich persönlich sagen. Also ich glaube, wir können uns keine Versprechungen machen lassen, sondern wir müssen halt konsequent weiter Druck von der Straße machen. Streik in der Schule, Streik im Betrieb, das sind so die Schlagworte für mich. Ja, studiert erstmal zu Ende und dann erfindet ihr schon gute Sachen, die uns helfen. Ja, Technik ist auf jeden Fall, gehört dazu und ohne weitere technische Lösungen wird es halt auch nicht gehen, aber darauf können wir nicht warten. Also das wird viel zu lange dauern, bis wir vielleicht mal fertig sind, um vielleicht mal irgendwas zu erfinden, was uns weiterbringt. Es gibt Pläne für Großdemos,
Eine ist halt im April, auf das Motto hat man sich noch nicht ganz geeinigt, auch weil das Motto vielleicht dann in Düsseldorf unterschiedlich sein könnte, aber es wird wieder eine Großdemo sein, für die viel mobilisiert wird. Ich denke, dass es mehrere dieser Großdemos noch geben wird. Die freitaglichen Demos haben ja nachgelassen, die gibt es jetzt ja nur noch einmal im Monat. Also an alle Düsseldorfer Ständen, ihr seid natürlich herzlich bei uns eingeladen. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram oder Facebook halt einfach erreichen. Und wenn ihr Informationen haben wollt, dann schreibt uns gerne an. Wir gehen auch gerne mit euch dahin. Wir sind eigentlich immer eine relativ große Gruppe und ihr seid alle herzlich willkommen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal zum Plenum vorbeikommen. Wir versuchen halt neue Aktionen halt zu finden zum Thema Klimawandel und ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen. Die Hochschulgruppe an der HHU trifft sich jeden Mittwoch um 17 Uhr an der Heinrich-Hahn-Statue. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr was verändern wollt und für eine gerechtere und richtige Klimapolitik auf die Straße gehen wollt, kommt gerne zu unserem Treffen vorbei. Danke. Ich stelle fest, Klimaschutz ist eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit. Deshalb geht die Beteiligung weit über Alters-, Hochschul- und Branchengrenzen hinaus. Beim Thema Nachhaltigkeit ist aber noch viel ungenutztes Potenzial. Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen hat die Bewegung ihre Aktionen bis auf Weiteres ins Internet verlegt. Jeder, der heute keine Photovoltaikanlage baut, verschenkt bares Geld. Seit 2012, 2013 ist es preiswerter, den Strom selbst zu produzieren. Mittlerweile haben wir, also bleibt die Umlegung der Investitionskosten, wenn man das umlegt, dann landet man etwa bei 12 Cent die Kilowattstunde. Und zahlen müssen sie etwa 30. Sie sparen pro Kilowattstunde 18 Cent. Und nicht umsonst gibt es mittlerweile Angebote von den Stromversorgern, dass die ihr Dach pachten wollen. Dann müssen sie gar nichts mehr zahlen für ihre Photovoltaikanlage. Die wird ihnen kostenlos aufs Dach gebaut. Weil wenn sie die Photovoltaikanlage selbst bauen, bauen sich dann vielleicht später, wenn die Batterien nochmal etwas preiswerter geworden sind, noch eine eigene Batterie dabei und sind dann ohne Batterie sind sie vielleicht bei rund 30% Eigenverbrauchsquote. Also wenn sie ein bisschen was tun, dann kommen sie vielleicht auf 40% Eigenverbrauchsquote und wenn sie dann eine Batterie einsetzen, dann kommen sie auf 70%. Also ihr Stromversorger leidet darunter. Der kann ihnen ja nur noch 30% des Stroms verkaufen. Und deshalb gibt es jetzt diese Angebote. Einfach weil es so preiswert ist.